Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, ihr bekommt die Kamera beim Laptop einfach nicht am Laufen oder vielleicht auch die externe Kamera an eurem PC. Dann möchte ich euch einmal zeigen, welche Ursachen das haben kann und euch natürlich auch die Lösungen dazu zeigen, damit ihr eure Kamera benutzen könnt. Ja, kommen wir zum Klassiker. Beim PC ist sie vielleicht nicht reingesteckt und beim Laptop ist sie nicht aktiviert. Hier muss man die Kamera nämlich aktivieren über die Taste Fn und in meinem Fall ist es die F9-Taste. Ja? Bei anderen ist es vielleicht F6-Taste oder sowas. Meistens durch so ein Kamerasymbol ist das Ganze markiert, kombiniert mit der Fn-Taste und dann sollte das funktionieren. Und dann könnt ihr mich da auch hier jetzt im Bildschirm erkennen. Ja? Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, dann müsst ihr etwas anderes ausprobieren. Auf der softwaretechnischen Seite, das zeige ich euch jetzt einmal. So, wenn ihr eure Kamera am Laptop immer noch nicht findet, dann drückt ihr einmal die Windows-Start-Taste und die R-Taste, so dass ihr hier ins Ausführen-Menü reinkommt. Dann gebt ihr diesen Befehl hier ein, den ihr hier sehen könnt. Ich habe euch den unten auch mal im Beschreibungskasten nochmal reingeschrieben. Da könnt ihr den rauskopieren. Das ist devmgmt.smc. Dann das Ganze bestätigen. Jetzt öffnet sich hier ein Fenster. Und ja, in diesem Fenster könnt ihr jetzt hier auf Audio Video Game Controlling gehen. Und hier seht ihr jetzt eure entsprechende ja, Webcam. Und da drückt ihr mit der rechten Maustaste drauf. Jetzt könnt ihr hier das Gerät aktivieren. Ja, in meinem Fall kann ich nur deaktivieren. Es ist aktiviert, es ist schon gefunden. Ich kann das Gerät deinstallieren und nochmal neu aufsetzen. Auch das ist oft eine ja, Lösungsmöglichkeit, aber zuvor würde ich dann schon mal versuchen, den Treiber ja zu aktualisieren. Dann hier ja den Sachen folgen. Ja, jetzt würden die Treiber gesucht werden. Ich will das Ganze jetzt hier nicht machen. Hier sind sie bereits installiert und auf dem neuesten Stand. Ansonsten kann man hier auch noch über Windows Update nach dem Treiber suchen, ob eben ein neuer Treiber zur Verfügung steht. Wenn das eben, wie gesagt, nicht hilft mit dem Treiber aktualisieren, ist der letzte Schritt, das Gerät zu deinstallieren und wieder neu aufzusetzen. Und ja, dann funktioniert es meistens, wenn kein technischer Defekt vorliegt. Ja, ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.